Kürzlich war ich selbst wieder an einer GmbH-Gründung beteiligt, wo 5 verschiedene Gründungsmitglieder aus 4 verschiedenen Städten anreisen mussten. Das war natürlich kompliziert, viele Anfahrtswege und es dauert natürlich lange, bis ein solcher Termin gefunden ist. Das kann in Zukunft Geschichte sein, denn ab dem 1. August 2022 soll die GmbH-Gründung auch online abgebildet werden. Und ich zeige dir in diesem Video, worauf es ankommt, was du beachten musst und wie ungefähr der Ablauf sein wird. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater, sondern selbst auch Unternehmer, Gesellschafter und Geschäftsführer. Ich habe also viele GmbHs und auch UGs selbst gegründet und begleitet auch bis zur Liquidation, also bis zur Abwicklung. Deshalb weiß ich aus eigener Praxis, wie aufwendig so ein Gründungstermin, ein notarieller Beurkundungstermin ablaufen kann, wie schwierig es ist, alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Deshalb wird diese neue Richtlinie der EU, also die sogenannte Digitalisierungsrichtlinie, Zug um Zug nahezu alle Maßnahmen, die verbunden sind mit einer Gesellschaft, auch online verfügbar machen. Und der erste Schritt beginnt jetzt am 1. August mit der Online-Gründungsoption einer GmbH. Kommen wir nun zur ersten wichtigen Voraussetzung. Und zwar kann die Kapitalgesellschaft online zurzeit, also ab August 2022, nur gegründet werden, wenn es um eine sogenannte Bargründung geht. Das bedeutet, wenn also das Stammkapital über Geld eingebracht wird und nicht über Sachwerte. Wenn also Grundstücke oder andere Vermögenswerte eingebracht werden, sogenannte Sachgründung, dann findet dieses Gesetz oder diese Online-Gründungsoption noch nicht statt. Hierzu ist immer noch der Gang zum Notar erforderlich. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass die Identifikationsdokumente der beteiligten Gesellschafter und auch der Geschäftsführer der europäischen Verordnung entsprechen für elektronische Identifizierung und für elektronische Vertrauensdienste. Das bedeutet also, dass die Dokumente der EIDAS-Verordnung der EU entsprechen müssen. Das bedeutet, dass entweder der Personalausweis oder andere europäische Dokumente eine sogenannte elektronische ID-Funktion in ihrem Ausweisdokument integriert haben. Ansonsten wird es nichts mit der Online-Gründung. Als nächstes gilt es, den richtigen Notar zu finden. Da kannst du leider nicht irgendeinen Notar aus Deutschland nehmen, sondern entweder muss einer der Gesellschafter seinen Wohnsitz im Amtsbezirk des Notars haben oder die zu gründende GmbH hat ihren Betriebssitz in dem Amtsbezirk des Notars. Der Amtsbezirk eines Notars ist in der Regel identisch mit dem Amtsbezirk des regionalen Oberlandesgerichts. Das heißt also, such einfach das zuständige Oberlandesgericht, dann weißt du auch, in welchem Bereich der Notar dann auch ansässig sein darf. Der Durchführungsort, also die elektronische Videokonferenz, wird abgebildet in dem Videokonferenzportal der Notarkammer. Hierzu bekommst du dann von deinem Notar die entsprechenden Zugangsdaten und die entsprechenden Zeitpunkte auch übermittelt. Was sind nun die 7 Schritte, in denen deine Online-Gründung abläuft? Nachdem du also deinen zuständigen Notar gefunden hast, nimmst du mit ihm Kontakt auf und schickst dann als nächstes die entsprechenden Unterlagen hin. Sprich also alle Dokumente zu der GmbH-Gründung, die entsprechende Satzung und vielleicht hast du schon ein Gründungsprotokoll von der Gesellschafterversammlung, in der dann die Gründung beschlossen wird. Dann stellst du als dritten Punkt sicher, dass alle Dokumente auch der entsprechenden Verordnung entsprechen, also dem elektronischen Signaturverfahren und Identifikationsverfahren und übersendest hier schon vorab die Kopien an den Notar. Wenn dann die entsprechende Satzung als Entwurf fertig ist und vielleicht auch schon von dir gegengelesen worden ist, kommt es tatsächlich dann zum Beurkundungstermin. Auf diesem Termin wird dann zunächst die Gültigkeit aller elektronischen Dokumente überprüft, der beteiligten Gesellschafter und auch Geschäftsführer. Danach wird das entsprechende Lichtbild auch eingelesen und verglichen mit dem Gesicht der anwesenden Beteiligten. Dann kommt es zum längsten Teil der Gründungsversammlung oder eures Meetings, nämlich der Verlesung der entsprechenden Dokumente. Egal, ob es das Gründungsprotokoll ist oder die Satzung, alles wird verlesen und dann letztendlich unterschrieben per elektronischer Signatur. Danach geht es weiter wie auch bei der normalen Gründung, sprich
Der Notar übersendet dir dann die Urkunde IG, also Ingründung als Entwurf, damit du dann das Bankkonto auch anlegen kannst. Dort wird dann das Stammkapital eingezeichnet. Hiervon ist der Kontoauszug dem Notar beizubringen. Der übermittelt dann die Unterlagen an das Amtsgericht und dann ist es die Aufgabe, die entsprechende Rechnung dort zu überweisen. Und nach der Übermittlung des sogenannten Handelsregisterauszugs kannst du dann als Geschäftsführer zum Gewerbeamt gehen und die GmbH im Gewerberegister eintragen lassen und auf der anderen Seite dann auch die Steuernummer beantragen. Wenn du Unterstützung brauchst, nicht nur bei der Begleitung bei diesem Prozess, sondern auch bei der Vorbereitung der entsprechenden Unterlagen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir bei der X-Group haben nicht nur Unternehmensberater und Coaches, sondern auch Steuerberater und Anwälte spezialisiert für Gesellschaftsrecht auch in unserem Team. Gerne kannst du also mit uns gemeinsam alles vorbereiten, durchführen und danach auch die nächsten Schritte gehen. Denn danach zum Beispiel ist es auch relevant, dass du eine Eröffnungsbilanz für deine GmbH erstellst, damit die Finanzamt-Mitarbeiter auch genau wissen, wie und wo sie dein Unternehmen einschätzen sollen, damit du dann auch deine Steuernummer bekommst. Nutze also jetzt gerne den Link unterhalb des Videos zur Beantragung deines kostenfreien Erstgesprächs. Und vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Dann wirst du in Zukunft auch weiterhin über unsere Beiträge informiert. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner GmbH-Gründung online ab 1. August 2022. Dein Daniel Schäfer.